So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda Link's Awakening. Und jetzt will ich was testen. Das letzte Mal haben wir den Dings abgeschlossen. Den sag ich gleich. Den. Ich sag's wirklich gleich. Den dritten Dungeon. Und sollen uns auf dem Weg zum vierten machen. Aber was ich unbedingt testen wollte, ist, seit ich diese Bäume gesehen habe, ist, ob ich damit gegen die. Ob ich damit mit den Stiefeln dagegen rennen kann. Ja. Da gibt's Äpfel. Die füllen Herzen besonders gut auf. Köstlich und gut für Herzen. Aber die sind jetzt einfach so, also für zwischendurch zum Futtern. Aber die sind jetzt nichts, was man behält. Okay. Okay, interessant. Sehr interessant. So. Dann können wir uns jetzt aber auch mal hier in dem Gebiet umgucken. Da waren wir noch nicht und da können wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen. Hier müsste auch irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht. Also erstmal hier ist. Sieht das schon. Eine Höhle. Symbolen drüber. Die ist wichtig. Und dann. Ich bin nicht sicher, ob das auch darauf hinausläuft, was ich möchte. Ah ja, doch, perfekt. Genau das wollte ich. Hier ist nämlich auch wieder ein Teleporter. Den wollte ich schon mal aktivieren. Und hier seht ihr schon. Wunderschlüsselloch, was hat das zu bedeuten? Und es hieß ja hinterm Wasserfall, ja, hier ist unser vierter Dungeon. Aber den Schlüssel kriegen wir eben woanders. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier uns ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir wieder irgendwelche Secrets, bevor wir weitermachen. Da brauche ich. Ne, Moment, da müsste ich doch hier rüberkommen jetzt. Ach, das geht. Ja, okay, es geht wegen dem Wasser nicht. Alles klar. Dann muss ich mir das kurz markieren. Gut, man sieht es eigentlich fast, aber na, ist ja egal. Das war dieses Symbol. Okay. So, ich frühstücke hier noch kurz alles ab. Das sieht doch verdächtig aus. Ach, komm. Gut, da komme ich nicht runter. Dann haben wir eigentlich wirklich nur diese Treppe da, die wir gesehen haben. Dann gehen wir da doch rein. Guck mal, wo wir da rauskommen. Nirgends. Da kommen wir nur irgendwann raus. Okay. Und dann können wir eigentlich jetzt tatsächlich in den Teleporter wieder gehen. Dann gehen wir in den Teleporter. Ist in Ordnung. So. Dann begeben wir uns jetzt mal hier hin. Bevor wir nämlich weitergehen da hinten, möchte ich noch was anderes machen. Was war hier drin? Das haben wir gemacht, ne? Ich muss kurz gucken. Aber ich hätte es mehr markiert, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ja, ja, ja. Ich kann mir schon vertrauen. Manchmal. So, was wir jetzt machen können. Glaube ich zumindest. Oder brauche ich dafür noch was? Ich bin mir gerade unschlüssig. Wir können einmal kurz hier gucken, ob der irgendwas Neues hat. Tatsächlich, der hat eine neue Figur. Ein Goomba. Okay. Ja, los. Also kommt da einfach mit der Zeit noch neue Figuren dazu. Sheesh.
bisschen Glück fährt jetzt genau da rein. Nein, der greift doch jetzt oben zu. Oh. Der ist aber auch fett, dieser Goomba. Ich muss sie erstmal irgendwie von dieser Plattform runterkriegen. Ja, let's go. Das war viel zu bald. Ach so, ich kann das timen. Nice. Fahr rein. Fahr rein. Yes! Oh, der fällt raus, oder? Ah, komm schon. Sei gut, sei gnädig. Nice. Sehr gut. Ich kann das timen. Ich kann... Erst wenn ich loslasse, geht der auf, der Kran. Das ist gut zu wissen. Nein. Sehr cool. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo der hingehörte. Du widerstehst der Versuchung, auf sie zu springen. Hat jetzt wieder was Neues? Ein Herzteil! Was ist denn mit dem falsch? So kann ich natürlich auch immer wieder neue Sachen einbauen. Ah, schon wieder da hinten. Aber gut, jetzt weiß ich ja, erst wenn ich loslasse, geht das Ding los. Das heißt, ich kann es timen. Ah! Mist. Jetzt liegt es darum. Jetzt wird es weitergeschoben. Okay, aber dann liegt es nachher relativ still in der Mitte. Bis auf, dass es da hin und her geschoben wird. Ach cool, jetzt hat er es aufgestellt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist jetzt besser zu handeln. Das sollte passen. Grab. Das ist meins. Nice. Ja, na, so kann man natürlich auch die ganzen Herzteile vereinbauen, indem man einfach die Minispiele mit Herzteilen vollflutet. Das ist okay. Juhu! So. Hat er jetzt noch was Neues? Nö, aktuell nicht. Okay. Also da auch immer mal wieder reingucken. Interesting. Very interesting. So. Da oben wollte ich rein, genau. Denn hier kann man sich schlafen legen. Und landet. Hier. Die Viecher bewegen sich entgegengesetzt zu uns. Ich glaube, die sind auch unverwundbar. Und machen ordentlich Schaden. Und hier gibt es aber eine neue Musik. Das ist so ein bisschen das Windfisch-Thema. Sehr cool. Aber oioioi. Einmal probiere ich es noch. Aber dann traue ich mich nicht mehr. Okay. Die Sache ist nur die. Oh boy. Oh oh. Ich gehe zurück. Nein! Probier mal was anderes.
Ja, aber man müsste jetzt nämlich... Oh Gott, nein. Ah, der läuft da nicht rein. Oh nein, ich hab's mir verbaut. Das ist nicht gut. Wir müssen mal gerade... Wo habe ich denn zuletzt gespeichert? Ich kann das Game Over nicht speichern. Aus Gründen. Aus Gründen. Ich kann das Game Over nicht speichern. Ich hoffe, das speichert an manchen Stellen automatisch. Wir gucken jetzt einfach mal, wo wir landen. Sonst muss ich ein paar Sachen nachspielen. Das mache ich dann aber off-cam. Das mache ich dann aber off-cam. Übrigens, jetzt gehe ich gerade aus dem Menü wieder rein. Wenn jetzt plötzlich der Ton asynchron ist vom Spiel, das wäre sehr merkwürdig. Aber es war ja bisher immer so, wenn ich aus dem Menü reingegangen bin, dass dann irgendwas verschoben wurde. Also wenn es jetzt kurz asynchron ist, die nächsten 10 Minuten, tut es mir leid. Automatisch gespeichert. Okay. Als ich da rein bin. Als ich da rein bin, ja? Habe ich jetzt mein Balsam dann auch noch? Ja, okay. Jetzt ist interessanterweise das Herz da oben nicht mehr, Das ist auch interessant. Gut. Aber das war... Das ist dann doch noch eine Spur zu krass. Das lassen wir erstmal. Die ziehen mir noch viel zu viel ab. Man käme jetzt wahrscheinlich durch, aber das ist... Boah, ich wusste nicht, dass die so viel abziehen. Das hatte ich anders in Erinnerung. Oh mein Gott. Das ist zu viel. Eieieiei. Aber wir können es eigentlich... Ja, komm, wir probieren es nochmal. Wir speichern einfach vorher. Die Sache ist nämlich die, wenn man Game Over geht einmal im Spiel... kriegt man, glaube ich, ein schlechteres Ende. Irgendwas war da. Und das möchte ich doch nicht so gerne haben. So. Ach so, ich weiß jetzt nicht, ob es asynchron ist, ne? Habe ich schon gesagt. Also. Wait, wir sind erst 12 Minuten in. Nicht, ich dachte, ich habe von 20 gelesen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht asynchron. Ich muss gleich... Na, wie mache ich das denn jetzt? Was passiert eigentlich, wenn ich dagegen renne? Ich kann die killen! Ich kann die so killen. So ging das. Ah! So ging das. Man musste nicht drüber springen. Ich hab das... Ich merke es mir jedes Mal falsch. Es ist unfassbar. Also bin ich hier doch schon richtig. Ah, mein Gott. So ging das. Ich dachte, man muss drüber springen. Das habe ich als Kind nämlich auch immer gedacht. Aber man kann die einfach so jetzt mal... Ah, mein Gott. So, und hier kriege ich nämlich was ganz Wichtiges. Ja, nicht das. Das auch. Aber das da drüben. Die Ocarina. Du solltest ein paar Lieder lernen. So. Aber in weiser Hinsicht, nicht, dass das jetzt hier asynchron ist. Beende ich kurz den Part, schau nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Nein, nicht tschüss, ich bin direkt wieder da. Also ich beende den Part nicht, ich beende nur... Ich pausiere kurz. Okay, da war nichts asynchron. Sollte passen also. Ich hoffe, jetzt ist es nicht asynchron geworden. Das wäre natürlich der Obergau. Gut, aber wir haben die Ocarina. Die rüsten wir auch gleich mal aus. Ein Liedchen zu lernen. Hallo. Du hast ja eine tolle Ocarina. Willst du mich beim Singen begleiten?
wiederhole mich ungern, aber Gänsehaut. Und wie gefällt dir dieses Lied? Mitreißen, oder? Kannst du es dir merken? Ja. Du hast die Ballade vom Windfisch gelernt. Sie wird in deinem Herzen auf ewig weiterleben. Du solltest die Melodie öfter mal spielen, damit du sie nicht vergisst. Zum Beispiel so. Hier ruht der fliegende Gockel. Konnte ich da nicht irgendwo? Bewegt sich kein Stück. Ah, es ist schon mal ein Hinweis. Ja, ja. Marin, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Frag mich nicht warum, ich bin nur ein Kind. Ja. Gut. Ich glaube sogar, die brauchen wir demnächst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall wollte ich mir die Ocarina schon mal holen. Okay, ja. Eine Sache fällt mir gerade ein. Das machen wir gleich mal. Das nicht. Das war nicht die Sache. Das Buch hier auf dem Regal. Bam! Die versteckte Macht der Farben. Willst du das Buch lesen? Und das ist jetzt nämlich eine Sache, die es nur in der Game Boy Color Version gab. Link's Awakening hatte ja eine normale Game Boy Version und dann wurde es für den Game Boy Color schon mal remaked. Und jetzt wurde es für die Switch, es ist jetzt praktisch schon das dritte Remake, wenn man so will. Und da kam im Game Boy Color nämlich dieser Dungeon dazu mit Farben. Der hat vorher nicht funktioniert. Dann gab es da nicht. Ne? Weil Farben, Game Boy Color und normaler Game Boy. Versteht ihr? Die bunte Welt verborgen unter 5 Grabsteinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ich mach mir mal ein Bild. Das war die Taste. Denn das ist jetzt nämlich die Reihenfolge, die wir brauchen für die Grabsteine. Ach, endlich. Öffne einen neuen Weg. Wer auserwählt ist, erhält die Macht über die Farbe. Wie wohl die bunte Welt aussehen mag. Sehr gut. Kann ich das hier auch unterhauen? Nee, ne? Okay. Sehr gut. Ich war mir nicht sicher, wann das ging. Es ging tatsächlich direkt, nachdem man die Pegasus-Stiefel geholt hat. Dann werden wir das im nächsten Part angehen. Das kann man nämlich irgendwann einfach machen. Das ist der sozusagen der 9. Dungeon, der aber jetzt nicht die Reihenfolge 9 entspricht, sondern den kann ich einfach machen. Das ist auch gut, dass wir den jetzt gleich machen. Mehr will ich dazu jetzt aber noch gar nicht verraten. Sehr schön, dass das jetzt schon geht. Ich wusste es nicht mehr genau. So, aber hier hinten konnte ich die Pegasus-Stiefel einsetzen, ne? Yes. Hops. Hier drüben haben wir auch noch nicht. Sehr schön. Bam-a-da-bam. Komme ich da schon rein? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab das voll drauf. Weiß jetzt gar nicht, ob ich hier mal buddeln sollte. Warum nicht? Aber ich glaube, da ist nichts weiter. Da oben war ja schon die eine. Nee, das wäre komisch, wenn da gleich die nächste ist. Komme ich hier oder muss ich da... Ah, nee. Komme ich nicht weiter. Dafür muss ich was können. Alles klar. Brauche ich mir jetzt aber auch nicht markieren, weil das ist sowieso dann ein normaler Weg. Der ergibt sich dann von selbst. So. Wobei, schaden kann es nicht. Nachher vergesse ich es und dann hänge ich genau da. Welches Symbol nehmen wir dafür? Jetzt können wir das dafür nehmen, weil Bomben haben wir ja mittlerweile dabei. Brauche ich nicht mehr markieren, Bomben. So, mit Ulrira reden wir nicht.
Aber da holen wir uns, glaube ich, noch eine Muschel ab. Nein, ne, oh! Optimal. Optimal. Sehr gut. Ich bin ja echt begeistert, was die hier so alles... Ne? Ach, und hier komme ich jetzt gar nicht rum. Da müsste ich so rum, oder wie? Okay, kam ich hier schon durch, ist die Frage. Da ist. Ich sehe ich doch bis hier. Ja, das sehe ich doch bis hier. Wir brennen Bomben! Das ist jetzt nicht so gut. Ich hätte nicht das Glück gehabt, dass die hier zufällig Bomben droppen, ne? Oh no. Kann ich Bomben aufbuddeln auch? Also kommen Bomben da raus, wenn ich Glück habe? Mist. Ah, bestimmt kriege ich jetzt hier keine Bomben. Ach, Käse. Ja, für so einen Fall. Mist. Ah, für so einen Fall müsste mir natürlich doch wieder mein Bombensymbol. Aber können wir nicht einfach irgendwo das Bomben schnell herbekommen? Dann würde ich da gleich wieder reingehen. Habt ihr Bock, mir Bomben zu geben? Bomben. Bomben. Alle keinen Bock auf Bomben, ne? Nicht mal der droppt mir Bomben. Ach, so ein Käse. Bomben. Mist. Zoodorf, Zwergpunkt. Ja, zum Zoodorf wollten wir ja. Huch! Ah ja, das muss ich jetzt sogar nutzen. Genau. Dann sind wir hier sogar richtig. Hä? Ich bin schon wieder komplett lost. Ich bin hier richtig. Das ist der richtige. Stimmt, aber hier oben ist das Muschelding, das ist der Muschelwasser. Dann gehen wir ganz kurz Muschelwasser, geben ein paar Muscheln ab. Ich versuche aber die Bomben in dem Part noch zu machen. Im Notfall porten wir uns einfach schnell zum Möwendorf zurück und holen uns da halt Bomben im Shop. Wenn ich jetzt keine kriege. Machen wir es halt so. Aber hier können wir auf jeden Fall neue Muscheln abgeben. Die zweite Stufe sollten wir erreichen. Ah, oh, Mist. Hat nicht gereicht. Ja, gut. Was kommt denn dazu? Aber ich krieg hier echt keine Bomben gedroppt. Ach, Käse. Okay, auf geht's. Darüber. Das machen wir schnell. Das machen wir schnell. So. Ich lache, wenn ich kurz vorm Shop jetzt plötzlich Bomben aus dem Gras oder so kriege. Dann. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Nein. Na gut. So, gib mir Bomben. Gott. Pfeil und Bogen haben wir damit auch fast schon so gut wie sicher. Aber halt nur fast. Bam, bam, bam. So, dann gehen wir hier wieder rein. Dann gehen wir hier rein. So geht's, glaube ich, ein bisschen schneller. Lass mich in Ruhe. Dann können wir einmal ja rennen. So. Na, wirst du wohl die Bombe legen. Dankeschön. Gut. So viel dazu. Oh, ich hoffe, ich komme überhaupt jetzt schon raus hier. Aber müsste. Das ist ja kein Rätsel. Ist das jetzt ein Rätsel? Nee. Muss einfach hoch und rüber. Okay. Ich war gerade kurz irritiert.
Das ist dann der Rückweg. Okay, alles klar. So, hier müsste irgendwo eine Muschel auf jeden Fall sein. Echt nicht? Okay. Hier ist halt keine Muschel. Aber eine Statue, die mir einen Hinweis gibt, hoffentlich. Geheimnis der nahen Erde. Ah doch, also, sag ich ja. Irgendwo ist hier irgendwas. Nice. So. Mehr aber nicht. Gut. Haben wir das auch? Gehen wir wieder zurück. War hier noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Wäre ärgerlich. So. Ob es die Muschel jetzt ausmacht, ob man da jetzt nochmal einen neuen kriegt, wir probieren es einmal aus. Ich weiß gerade gar nicht, ob dieser neunte Dungeon, ob ich da nicht jetzt ein Item, ob da jetzt nicht ein Item fehlt. Ich komme zwar wahrscheinlich rein, aber wahrscheinlich fehlt mir was, um da drin weiterzukommen. Wir werden es ausprobieren im nächsten Part auf jeden Fall. Ich weiß, wäre cool, wenn wir ihn jetzt schon machen könnten. Allein schon, weil ich auf die Umsetzung enorm gespannt bin. Ich fand den im Original fand ich den schon großartig. So. Jawohl. Und wir kriegen... Was ist das denn? What? Er zeigt dir, wenn sich eine Zaubermuschel in der Nähe befindet. Es gibt also sowas. Nice. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Muss ich den ausrüsten? Nein, den habe ich einfach. Okay, nee, den lassen wir an. Das ist ja voll gut. Da bin ich gespannt, wenn wir das nächste Mal in die Nähe von einer Muschel kommen, wie das aussieht. Kann ich jetzt ja gerade nicht testen, weil ich gerade nicht weiß, wo eine Muschel ist, die ich noch nicht habe. okay. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte, genau. Ich wollte zu dem Dungeon gehen. Öffnen tun wir ihn noch. Das kriegen wir noch schnell hin. Das war beim Friedhof. Und ja, dann schließen wir danach den Part auch schon ab. Dann muss ich dran denken, dass ich hier zwei Parts zusammenfügen muss, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Ah, geht mir nicht auf den Keks, ihr Nervensägen. So, das ist hier unten. So, jetzt muss ich gucken. Das war... Ja, einfach einmal im Kreis. So ähnlich hatte ich es ja schon mal angesetzt, aber ich habe beim Falschen angefangen. Ich habe, glaube ich, oben angefangen oder so, ich weiß es nicht mehr. Also so. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Also so. Dann so. 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 So, und der jetzt noch nach oben. Plötzlich ist da eine Treppe, die vorher nicht da gewesen ist. Die uns ins Labyrinth der Farbe führt. Welches wir uns beim nächsten Mal genauer anschauen werden. Danke fürs Zuschauen und tschüss!